Narzissmus, das wichtige Thema, über das man wirklich informiert sein sollte, insbesondere wenn man sich in Partnerschaften befindet, die zerstörerisch und toxisch sind. Eine sehr wichtige Frage, wenn man in jemanden verliebt ist und man hat den Verdacht, es handelt sich um einen Narzissten oder eine Narzisstin, dann kommt sehr schnell die Frage auf, kann der Narzisst oder die Narzisstin lieben? Ist es möglich, dass mich mein Partner liebt, auch wenn er ein Narzisst ist? Und ist es möglich, dass meine Liebe groß genug ist, um meinen Partner zu ändern, dass er eben auch empathischer werden kann, dass die Liebe wachsen kann? Mein Name ist Nadine Kretz. Ich mache psychologische Beratungen, habe bereits 9 Bücher über private und gesellschaftliche Beziehungen geschrieben, meinen eigenen Verlag Feodora gegründet und ich freue mich wieder sehr, den Andreas Eitelkamp bei mir zu Gast zu haben, mit dem ich sehr lange zusammengearbeitet habe, um aus diesem Narzissmus rauszukommen. Lieber Andreas, herzlich willkommen. Guten Morgen, hallo Nadine. Ja, du hast die Einstiegsfrage gehört. Ist es möglich, dass ein Narzisst lieben kann? Jetzt werde ich die Antwort tatsächlich überraschen, aber dann werde ich auch leider wieder euch enttäuschen müssen. Ja, ein Narzisst kann lieben und zwar sehr, sehr, sehr stark. Jetzt die schlechte Nachricht, das empfindet er aber auch nur für sein Kind. Dort ist Liebe unendlich. Da macht er alles für. Ist das bei mir so? Ja. Also, ich habe eine Teenager-Tochter und ich würde wirklich alles für sie tun. Alles. Nichts ist unmöglich. Klingt ja jetzt erstmal, wow, was für ein Mann. Ja, der liebt sein Kind. Ja, aber es tut mir Wundervoller leid. Vater, toller Richtig. Ehemann. Richtig. Und da muss ich euch leider enttäuschen, das gilt für die Partnerin überhaupt nicht. Die kann er nicht. Die liebt er nicht. Na, sagen wir ruhig, er will von ihr den Respekt. Sie hat ihm wirklich nach der Nase komplett zu reden. Sie hat alles zu machen. Sollte sie aus dieser Nummer versuchen rauszukommen, hat es absolut ganz schlimme Konsequenzen. Ganz schlimme. Was meinst du mit dieser Nummer rauszukommen? Was meinst du damit? Ja, Gegenargumente zu geben, zu kritisieren, vielleicht sich sogar trennen, weil das kann man ja machen. Aber sie wird das definitiv für sich, also in seinen Augen bereuen, weil das kriegt sie nicht hin. Sie kann versuchen, ach so, genau, das ist auch noch sehr, sehr wichtig, um die Liebe zu kämpfen und aufrechtzuerhalten. Nein, nein, das ist, als würdest du versuchen, einen Stein dazu zu bringen, zum Schwamm zu werden. Geht nicht. Und wieder sind wir da bei meinen geliebten Metaphern. Ja, es ist wirklich erstaunlich, weil am Anfang ist es ja oft mit einem Narzissten sehr schön und er bemüht sich sehr, er ist für einen da, er ist zuvorkommend, ein Gentleman, Mr. Charming und plötzlich kippt diese ganze Nummer so nach und nach und man denkt, man will wieder, man kommt in diese Abhängigkeit, weil man will wieder das Alte zurück. Das kennen wir ja jetzt auch aus der Gesellschaft, aber das Alte ist meistens scheiße, wenn man erstmal erkannt hat, was wirklich dahinter steckt. Doch man hängt da an einer Illusion fest, an einer Vergangenheit, an einem Bild, was ein Trugbild war, was eine Illusion gewesen ist. Richtig. Eigentlich war alles, was vorher ist, wirklich, das klingt hart. Insbesondere, wenn man auch schon sehr, sehr lange mit diesen Menschen zusammen ist. Es war eine Illusion. Es war ein Schauspiel. Es war zum Mittel, zum Zweck für ihn. Und der Zweck war welcher? Wie immer, sein Selbstbewusstsein weiter aufzubauen. Was ja, wie wir ja inzwischen schon gelernt haben, definitiv immer am Boden ist. Genau, Das geht nicht. schau dir auch die anderen Folgen dazu an. Da haben wir auch schon sehr eingehend auf diese Thematik analysieren können. Und hol dir auch das E-Book, die 9 Dinge, die du noch nicht über Narzissten wusstest. Das ist wirklich hochinteressant. Das haben wir in Zusammenarbeit geschrieben. Es ist wirklich sehr interessant. Also ich denke, da wirst du auch noch mal neue Aspekte finden. Findest du alles unten in der Beschreibung. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, mit Andreas Eitelkamp zu telefonieren, wenn du wissen willst, ob dein Partner, deine Partnerin jetzt Narzisst ist. Dann kann er dir noch mal direkt seine Sicht der Dinge dazu geben. Aber hast du eine Ahnung, warum das bei dem Kind ganz anders ist als bei der Frau? Ja, und zwar ganz einfach. Dein Kind
das bist du. Das bist du selber. Und dementsprechend hast du denselben Respekt davor. Es ist ja dein Blut dort. Verstehe. Das ist es. Die schlechten Eigenschaften, die mein Kind natürlich auch hat, die sind ja nicht von mir, die sind ja von ihrer Mutter. Selbstverständlich, oder? Selbstverständlich. War ja klar, ne? Ich habe nichts anderes erwartet. Ja, war ja jetzt klar. Ne? Natürlich. Also, so. Was ist denn, wenn, also ich habe von Kundinnen auch die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel, wenn sie sich in einen narzisstischen Partner verliebt haben, dass oft eben der Vater auch Narzisst gewesen ist. Und da haben die aber die Erfahrung gemacht, dass wenn sie älter waren, also sprich dann eben auch schon erwachsen sein, jetzt bist du an dieser Stelle noch nicht und zum Glück hast du dich da ja auch verändert, dass dann da aber auch der Narzissmus durchgebrochen ist, wenn der Mensch quasi erwachsen geworden ist. Oder tatsächlich eben auch schon in dem Teenageralter so mit 14, 15, 16, also wenn es kurz vorm Erwachsen ist, dass der Narzissmus auch da ausgeprägt wird auf die Frau oder auf die Tochter. Denn der Narzisst, der hasst Frauen, also Menschen auch, aber er hasst ja auch die Frauen. Und dann ist er vielleicht dann nicht mehr so in dem eigenen, ach, das ist jetzt mein Eigenfleisch und Blut, sondern dann ist der Mensch ja erwachsen geworden. Jetzt bist du natürlich aus der Situation raus, wirst diese Situation zum Glück nicht mehr erleben und deine Tochter zum Glück auch nicht. Kannst du dich da rein empfinden, dass das so sein könnte oder auch bei dir so hätte sein werden? Ja, selbstverständlich. Weil ich habe immer meine Tochter immer als unglaublich empathisch empfunden, überempathisch. Damit teilweise sogar angegeben und gesagt, guck mal, was mein Kind gesagt hat. Ist sie nicht ein unglaublich toller Mensch? Und im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, haben dann diese Menschen mich so oft so angeguckt und gedacht, wieso, was sie gesagt hat, ist doch völlig normal. Es ist doch Außergewöhnliches. Und für mich war das in dem Moment, weil ich ja keine Empathie empfinden kann, habe ich gedacht, wie kommt man auf sowas? Und dann auch noch ein Kind, unglaublich, wie mein Kind, sie ist die empathischste der Welt. Hast du da ein Beispiel? Ja, es gab da tatsächlich einen ganz spannenden Moment und einen sehr schönen Moment. Da waren wir in einem Einkaufszentrum und wir liefen einfach durch dieses Einkaufszentrum und da fuhr eine Mutter mit ihrem Kind im Rollstuhl an uns vorbei. Da hat mich meine Tochter angeschaut und sagte mir so ins Gesicht, sagte, Papa, weißt du, was ich mir wünsche? Ich sage, nein, überhaupt nicht, weil ich das auch gar nicht wahrgenommen hatte. Ich sagte, ich wünsche mir, dass alle Kinder gesund sind auf dieser Welt. Mhm. Und da habe ich dann erst gesehen, wen sie gemeint hat. Da habe ich mir gesagt, mein Gott, was ist das für ein unglaubliches Kind? Welche Empathie ist denn da, dass man das überhaupt, weil ich habe diesen Moment gar nicht wahrgenommen. Ich habe nicht mal das Kind gesehen. Ja, ich glaube, leider Gottes, um die Frage nochmal zu stellen, abschließend, wenn sich der Partner oder die Partnerin fragt, mein Narzisst zu Hause auf der Couch, kann ein Narzisst lieben? Was ist deine Antwort? Klares? Nein. Tut mir leid für euch, aber nein. Ein klares Nein. Das ist sehr, da sehr, sehr, sehr bitter. Ja, das ist sehr bitter und man will das einfach auch nicht wahrhaben, wenn man in einer Beziehung ist, wenn man verliebt ist. Es tut unfassbar weh, diese Wahrheit zu erkennen, diesen Menschen verlassen zu müssen, weil es keine Alternative dazu gibt. Er wird sich nicht verändern. Wird er nicht. Jetzt ist natürlich die Situation, du erlebst jetzt hier den Andreas Eitelkamp, er hat sich verändert. Er ist eine absolute Ausnahme und da war sehr, sehr viel Vorarbeit über Monate, ganzes Jahr eben auch nötig. Und er ist nicht aus dem Willen zu mir gekommen, weil er seinen Narzissmus bearbeiten wollte, sondern er hat, als wir am Narzissmus-Thema ankamen, sich dafür entschieden, den Weg weiterzugehen. Und das war sehr hart an der Grenze. Und die alle, die ich zuvor im Coaching hatte, haben diesen Weg nicht gewählt, sondern haben den Weg für den Narzissmus gewählt. Ganz genau. Ich war ja auch mehr als einmal davor, das abzubrechen. Das ging ja auch nicht. Ich hatte ganz andere Interessen. Und das Ziel war niemals, Narzissmus loszuwerden, weil das mir auch gar nicht bewusst war, dass ich überhaupt das bin. Ich war einfach der ich immer war und das war schon soweit gut. Dass sämtliche anderen Probleme, die daraus entstanden sind, genau daraus entstanden sind, das wurde mir dann erst im Nachhinein bewusst. Vielleicht ist auch das tatsächlich der Grund, warum ich mich davon habe lösen können, von diesem
Narzissmus. Aber ohne Coach und ohne Menschen, dem man hundertprozentig vertraut, ist es nicht möglich, da rauszukommen. Unmöglich. Alleine auf gar keinen Fall. Also lasst euch auch nicht die Geschichte erzählen, ich arbeite an mir. Er kommt dort oder auch sie, sie wird dort nicht rauskommen. Den Gedanken könnt ihr vergessen. Ich hatte, war mal mit einem Narzissten zusammen, der war natürlich auch verbal sehr übergriffig und ich kam auf die Idee, dass wir doch mal gemeinsam irgendwo hingehen zu einem Coach, Beratung oder was auch immer, um eben auch an dieser Art der Kommunikation zu arbeiten. Da hatte er erst eingewilligt und später sagte er, ja, kannst du ja machen, aber ich habe das ja nicht nötig. Ne? Ja. Und das Richtig. Ist es nämlich. Ne? Er erkennt es ja gar nicht, weil, wie du aus unseren ganzen anderen Folgen auch schon weißt, wozu sollte er das tun? Er hat doch keine Fehler, er ist perfekt und das einzige Problem, was existiert, das bist du. Ganz genau. Und daran hast du zu arbeiten und deswegen hast du ja auch dorthin zu gehen. Genau. Also daher, leider Gottes, der einzige Weg ist, sich zu trennen. Du kannst dir aber natürlich Unterstützung holen, um diesen Prozess, diesen Trennungsprozess überhaupt zu schaffen und eben auch leichter zu machen. Und das beginnt natürlich damit, dass du auch deinen eigenen Selbstwert erkennst, dass du einen Mann verdient hast oder eine Frau, die es gut mit dir meint, die wertschätzend, liebevoll mit dir umgeht und natürlich in einer Partnerschaft, dass du geliebt wirst. Und wenn dein Partner dich nicht liebt, dann macht es wahrscheinlich keinen Sinn, in dieser Partnerschaft zu bleiben. Es sei denn, es ist dir egal. Und das glaube ich nicht, weil der Mensch einfach nicht so ist. Ich wünsche dir euch ganz, ganz viel Kraft. Ihr könnt, wie gesagt, ein Telefonat mit Andreas auch buchen. Holt euch das kostenlose E-Book. Es gibt auch eine Telegram-Gruppe, findet ihr auch unten drunter. Da könnt ihr auch nochmal sonst euch mit uns austauschen. Die bauen wir jetzt extra für euch auf. Auch zum Thema Narzissmus, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe, wie kann ich ja auch meine Spiritualität entfalten, all diese Themen kommen dazu einfach dann in unsere Gruppe. Ja, vielen Dank, Andreas. Ich danke dir, Nadine. Was ich euch noch auch definitiv gerne dazu sagen möchte, wenn ihr mit mir auch telefoniert habt, sucht euch ruhig auch jemand anderen, den mit dem ihr auch noch sprechen könnt. Also psychologische Hilfe oder vielleicht sogar Nadine, die konnte mir helfen und sie wird mit Sicherheit auch euch helfen können. Also passt auf euch auf, habt einen schönen Tag und vor allem, ihr denkt an eine Sache, ihr seid nicht schuld, ihr habt einfach nur Pech gehabt. Genau, oder es können auch tatsächlich auch karmische Verstrickungen sein. Also ich habe natürlich, dadurch, dass ich ja auch an 3 Narzissten geraten bin, habe ich natürlich dann irgendwann sehr, sehr viel über mich selbst reflektiert und herausfinden wollen, was ist denn die Problematik, warum ich denn immer an Narzissten gerate, was ist das Problem und ja, da können wir sonst auch nochmal ein extra Thema draus machen. Also an der Stelle, abonnier den Kanal, gib mir ein Like, teile es unbedingt mit Freunden, Familien, damit mehr Menschen zum Thema Narzissmus erfahren, weil es ist so, so wichtig, weil diese ganze Gesellschaft auch sehr narzisstisch ausgeprägt ist. Und das ist auch ein Mittel, wie wir diesen Narzissmus verbessern können, wie der Narzisst vielleicht irgendwann auch zum Umdenken kommen muss. Weil wenn jeder plötzlich erkennt, dass der andere ein Narzisst ist, dann hat er keine Wahl mehr. Und dann wird er auch in seine Liebe, in seine eigene Selbstliebe für sein eigenes Glück sich selbst einsetzen wollen.